Unter der Porsche. Ich mach mal Heat-Level hoch. Also Alles schon. für die Punkte. Scheiß auf die Teile. Ich will eine scheiß Ferrari haben. Oder auch für Bling. Du hast die Wahl zwischen drei Kandidaten. Wen würdest du wählen? Verstanden? Hab ich. Gut. Nummer 1. Er ist partiell von Polio gelähmt. Er hat Bluthochdruck. Er ist anämisch und leidet unter einer Reihe von ernsthaften Krankheiten. Er lügt, wenn es seinen Absichten dient. Ich hab 8 Autos. Ja, keiner so reich wie der Link. Schwer, Alter. Thomas toppt einfach alles. Sein Inventar und... Ja, dann ist er nur fast 2 Wochen gespielt, wo Petra und seine Schwester und Werner da waren. Ja, gut, hast du den Fahrer, kannst du auch nur mit Sonnenblende machen. Also keine Tür. Ach du Scheiße. Das sieht aber hässlich aus für dich. Ohne Tür. Nummer 2. Er hat Übergewicht und hat bereits 3 Wahlen verloren. Und er leidet unter Depressionen. Die Originalschnauze hat mir auch nicht gefallen. Was mich hier nervt, dass die Lichte. Doch, die Lichte. Nein, die Lichte kannst du nicht machen. Doch, die kannst du machen. Jetzt. Nee, das war, die waren schon die Original. Also alles, was original von Ferrari war, bis auf die Felgen, hat mir nicht gefallen. Bin alle ausgetauscht. Auch der Auspuff. Also der Auspuff würde gehen. Das sind die Löcher nicht ganz so groß. Aber du hast auch nur zwei Auswahl zwischen 2 Sachen. Ferrari und von einem anderen Hersteller. Wo seid ihr? In der... beim Kreisfahren. Ich bin am Kreisfahren. Hammer, du? Garage. Tust mir weh. Okay, da bist du was dran. Was? Ich hab schon 321.000. Wo bist du auch mal? Ja, bei der Garage. Ich auch. Seh dich aber nicht. Ja, wie soll ich mich sehen, wenn ich in der Garage drin bin? Ach so. Ja, dann gucken wir mal, wenn du rauskommst. Der Thomas hat schon 361.000, wieso machst du dann nicht direkt? Komm mal raus. Ja gut, das hat bei dir vorne nicht geklappt. Nicht klappen. Bei mir auch nicht, jo. Deswegen hab ich noch 2-3 Mal bei mir selber hingekriegt. Komm ich raus, was? Also Bremsscheibe von Ferrari halt reingelassen, die Reifen von Ferrari habe ich reingelassen. Die kann schließen. Hast auf der Bitte. Ich hab gedacht, du wärst das, wo mir vorbeifahrest. Wie ist Thomas? Der Porsche Spider? Du musst Thomas fragen, der hat doch schon fast alles. Bist du gut, Thomas? Den muss ich hier erst sehen. Ja. 590.000 kostet der. Bist du rausgekommen? Ich war jetzt im Garage. Schwieriger komische Garland, der von uns vorher. Soll ich mir auch den Ferrari gönnen? Wo? Bei Level 50? Nee, den LaFerrari. Den, was wir jetzt haben. Ja, okay, ich spiel bis Montag. Aber den kann man nicht so tun, gell? Nein, du hast nur 2 Sachen zum Auswahl. Steht immer darauf an, was die tun, die sind 2 von 10. Ja, aber das, was ich ja schon drauf hab, ist ja schon nicht schlecht. Also so sieht ja schon richtig geil aus. Über spacig. Ja, was soll das? Depp. Schade machen. Ich nehme mir den Porsche Spider. Kommt das raus, Hammer?
Karthagisches Beid. Ja, ich bin in Karthag überhaupt gesprungen. Wo ist das? Oh. Willst du nicht mein Heat-Level da hoch machen? Um auf scheiß Level 50 zu kommen. Du meinst den Porsche 89 Spider oder was? Ja. Der ist glaub gar nicht schlecht. Mach Schable. Ich hab ein Auto hier. Kann ich machen. Sieh ich. Kann schlafen. Paulo, willst du ihn ausprobieren? Nee, ich hab schon gekauft. Kannst du... BVB, ich kotz gleich. Kannst du auf Heckscheibe lesen? Ja, ja. Was kommt da raus? Wo kommt mein Brand her? Oder mal was anderes Auto? Letzte. Ja? Den Auspuff an. Eine Million. Ah, das ist Thomas. Ja. Alle im Arsch. Das ist der Speed oder was? Ja. Ich war das im Fall. Lass mal Paulo rauskommen. Kann schließen. Was ist das? Ich komme gerade frisch vom Autohändler. Wo seid ihr? Garage. Welche? Und ja, die ist dann der Garage. Und die ist jetzt vorne drauf. Wie macht die Hube auch jetzt aus? Ja, der seid ihr. Wo bist du denn tagsbrug? Ah ja, wir sind tags draußen, Herr Lolle. Ich muss erst in die Garage rein. Und wir bei Nacht rauskommen. Ja, nicht schlecht, der Speedster. Ziemlich bullig aufgebaut, das Monocoque. Da hat Thomas endlich mal auch keine Geschmacksirrung gehabt mit dem Design. Lass dich mal jetzt hier umgehen. Was? Ich hab doch ein Spielzeug gekauft und kein Ferrari. Ich hab beide geholt. Beide. Ja, jawohl, man kann sich halten. Ja, aber jetzt ist Kohle nichts mehr da. So. Lass Thomas, wer gibt uns Rabatt? Der hat doch 80 Mille. Ich fahr jetzt. Ich fahr jetzt. Gegen Tete. Ich fahr jetzt mein Heat-Level hoch machen. Um meine kleinen Punkte da zu kriegen. Mach ich mal zwei, drei Millionen in zwei, drei Stunden. Heat-Level fast 5. 400.000, der wäre 1,6 gewesen. Warum geht Thomas da irgendwie nicht kaputt? Das wieder verdammt. Nicht mehr viel. Wie war's? 35. Ja, ich brauche zwar nur für 39. Oder wir, wie auch immer, ja, der Kleine da drin, aber die meisten spielen schon seit halb Jahr nicht mehr. Play. Da vorne kommt jemand mit Bullen, danke. Wenn ich aber Heat Level 0 habe, machen die Bullen mir nichts, wenn jemand der Bullen mitbringt. Nee, vorher nichts gemacht. Ja, ich hab's gerade gemerkt, wo die Bullen mir vorbeigeschossen. Außer ich den Bullen angeditscht, weil die auf mich gerast. Thomas will aufhören. Obwohl ich so eine flache Schnauze habe. Also, jetzt haben wir mal nicht. Gehst mal früh wieder einkaufen. Ja, klar. Gehst du, weil ich ja erst so spät da ein. Leute, so früh einkaufen. Ja. Ja, wenn ich mit Thomas um halb 10 gehe, ist fast leer. Das sind wir nur 5 oder 10. Da ist meistens der restliche Laden fast leer und alle stehen schon vorne an der Kasse.
Dabei schmeißt es länger an der Kasse, wie du im ganzen Laden bist. Aber der steht nicht so früh auf. Ich habe Vorteil, wie du weißt, ich gehe meistens wie heute erst 8 Uhr in der Morgen schlafen. Jo. Nein, boah, ich weiß so, wenn so 3-4 Sachen sind, so freundlich und umgekehrt, wenn du um das Wochenende machst, so freundlich und die zu mitbringen. So mache ich damit. Ich, positiv für dich oder umgekehrt zu werden. Wie läuft das Tuning, Paolo? Perfekt. Ich bin mal gespannt, was das Auto da bringt auf der Schanze. Muss er. Ja. Paolo macht ja dann das. Wenn zum Beispiel nur Butter oder bla bla ist, muss halt nur freitags deine. Auch wenn es 2 Stunden spät ist, muss halt nur deine Schnauze aufmachen. Oder wenn ich jetzt neben dir wohne, Dede, und ich ja meistens erst. Ja, auch nicht mitbewegen, 130 Meter. Oder ich kenne, oder wenn du. Wie Tool sitzen würde, was auch an sein Reservegeld gegangen ist, was ich 20 Euro pro oder sonst für Scheiß krieg. Ich brauche ein bestimmtes Autoschiff, um das zu machen. Der Link mit seinem schleichenden Rumpel da vorne hier. Hol ich gleich wieder ein. Was ist da draußen? Nur noch mit dem. 161 Meter. Geht doch. Tschüss, Herr Link. Ferrari. Geht da gar nichts. Boah, scheiße. Hab sie wirklich verwischt. Oh, beim Königsweg waren nur eine von Nitro drin. Da habe ich 4 bei dem Auto. Warum kann ich auf Rennen nicht so gut zurecht? 5 habe ich drin. Ja, aber mit Füßen war immer nur eine. Boah! Was ist passiert? Da fliegen noch Teile auf der Straße rum. Wollen wir weit die noch fliegen? Wo seid ihr alle? Im Kreis oder was? Ja. Ich bin nicht vertrauen. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ja keine Mikro. Das sind die Bullen, Herr Link. Soll jetzt euch kommen und 6-7 Stück mitbringen? Nein, das ist bei dir. Ich bin schon, guck mal, nach 30 Minuten, ich bin schon Level 3. Das war Thomas gewesen, der ist doch dieses Geräusch. Soll nur leiser machen. Nein, ich meine, die Bullen sind bei dir, ich dachte, Thomas. Wie geht das? Wie kann ich über Schanze
Wie kann ich über Schanze schanzen? Auf einmal heißt es in der Luft, ich bin verhaftet. Ja, was ist das für ein Rotz? Hat's mein Auto in der Luft verrissen? Wisst ihr, ich schanze über Schanze, schwarzes Bild und auf einmal verhaftet. Tja. Superman ist auch hier drei. Was? Der hat dich halt im Flug verhaftet. Ja, ja, das ist glaube ich. Der Boulevard hinter mir, ja. Egal, dann fahre ich im Kreis.